Es ist die erste Station seiner Reise quer durch Großbritannien. Begleitet von Buhrufen wirbt Boris Johnson in Schottland für seinen Brexit-Kurs. Doch der Start des neuen Premierministers ist holprig. Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon ist gegen einen ungeordneten Austritt aus der EU und prüft derzeit, ob ein zweites Unabhängigkeitsreferendum möglich ist. Johnson dagegen erwägt einen neuen Scheidungsvertrag mit der EU. Der alte sei tot, so der neue Premier. Aber es gebe Spielraum für einen neuen Pakt und er sei sehr zuversichtlich, dass es ihm gelingen werde. Mit oder ohne Vertrag, Johnson will die EU um jeden Preis am 31. Oktober diesen Jahres verlassen. Auch ein Ausscheiden ohne Scheidungsvertrag werde Großbritannien nicht viel kosten, wenn es sich gründlich vorbereiten werde, sagte er. Die meisten Wirtschaftsfachleute sehen das anders.